Yo, servus Freunde, ich zeige euch hier in diesem Video ein aktuelles, doch etwas schwerer zu spielendes Deck für die Herausforderung. Wir werden ein paar Kisten natürlich öffnen. Ich erzähle euch oder erkläre euch, was Guess What für ein Projekt ist. Und ich zeige euch den am schlechtesten gelevelten Spieler, gegen den ich je in einer Herausforderung gespielt habe. Das alles nach dem Intro. Alrighty, Sendung, und damit herzlich willkommen zurück zu Clash Royale mit mir, dem Basti. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir machen gleich mal die Gratis-Truhen auf. Das muss einfach immer sein. Weil ich habe immer so viel Glück mit den legendären Karten. Ihr seht's ja. Ihr seht's ja wirklich. Auch bei den Silbertruhen. Sieht immer geil aus. Ich krieg gar keine Silbertruhen mehr, ne? Ich habe 2 Magical Chests. Oh, aber ein Hawkrider, okay. Und Elite Barbaren, ja, Level 11, es wird immer besser. Ich habe erst letztens so ein Foto auf Instagram gepostet. Übrigens, da bin ich sehr aktiv bei Instagram. Unten in der Videobeschreibung steht meine ID, mein Benutzername. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Da bin ich wirklich sehr aktiv. Instagram ist geil. Ich möchte euch aber mal mein aktuelles Deck zeigen. Und das ist ein Lava-Hund-Deck, das man spielen kann, wenn man keinen Miner zum Beispiel zur Verfügung hat. Und das ist ein Deck, mit dem ihr auch gerne in die oberen Arenen pushen könnt. Wenn ihr jetzt unter 3000 Pokale habt, dann schafft ihr das mit dem Deck auch locker über die 3000 Pokale, wenn ihr es halt wirklich gut spielt. Und ich teste es gerade und bin da auch schon ein bisschen besser mit geworden. Habe meine erste Herausforderung gespielt mit 3 Niederlagen. Ja, muss ich wirklich sagen, habe ich am Anfang gar nicht gecheckt, das Deck. Jetzt mittlerweile bin ich so immer zwischen 6 und 8 Herausforderungen. Ich habe auch schon eine gespielt, die werde ich dann noch einfügen. Da zeige ich euch die Truhe, die ich dort geöffnet habe. Wenn ihr wollt, dass ich zu diesem Deck mal so ein paar Tipps raushaue, so ein Video mit ein paar Angriffsstrategien und sowas, dann lasst auf jeden Fall mal ein Like da und schreibt es gerne in die Kommentare. So Leute, das ist also die Truhe, die ich gespielt habe. 8 Siege in der kleinen Herausforderung. Das ist dann schon ganz okay auf jeden Fall. Mein Ziel ist natürlich, dass ich noch mehr Siege schaffe. Und wir gucken uns natürlich gleich mal an, was wir hier so für Karten drin haben können. Das Gold bei 8 Siegen ist auch schon sehr nice, kann man nehmen. Der Feuerball finde ich im Moment eine sehr geile Karte. Königsriese, wir haben ihn endlich auf Level 11. Juhuhuhuhuhu. Elite Barbaren, jawohl, das ist nice. Die will ich definitiv auf Level 11 bekommen. Der Minenwerfer ist fast so gut wie der Expo, den ich sonst immer ziehe. Eisgolem, nice, so gute rare Karte, definitiv auf Level 8 sehr sinnvoll. Und natürlich, wir haben das Riesenskelett, also die epische Karte neben dem X-Bow, die ich am geringsten brauche, das Riesenskelett. Also ich habe überhaupt kein Glück mit den Truhen, ey, keine Ahnung. So Leute, jetzt werdet ihr erfahren, was Guess What heißt, denn so benenne ich einfach das Projekt, was ich auch schon mal gemacht habe, wo ihr entscheiden müsst, wie wird es in diesem Game weitergehen. Ihr seht ja, wir haben in diesem Game 1 Minute Restzeit, 1 Minute 40 circa. Ich habe 944 HP an dem rechten Turm, er hat 217 an den linken, hat frisch eine Elixierpumpe gespielt, seine Barbarenhütte ist zerstört worden. Ich habe frisch den Grabstein gespielt und jetzt habe ich eben eine spezielle Frage mit 3 verschiedenen Möglichkeiten und nur eine davon ist dann tatsächlich richtig. Also schreibt eure Antwort dazu in die Kommentare. Guess what? In diesem Falle, was wird mit meinem Feuerball passieren? Ihr seht, ich kriege den Feuerball demnächst. Variante A, ich starte einen Push mit dem Lava-Hund und setze den aggressiven Feuerball auf der rechten Seite gegen seine Defense. Variante B, der Gegner startet einen Barbaren-Hock-Push. Ich setze den Feuerball dann defensiv auf der linken Seite ein. Oder Variante C, ich setze den Feuerball einfach offensiv hier links oben, um den Tower zu bekommen. Das sind die 3 möglichen Varianten. Guess what? Ihr sagt mir oder ihr schreibt, was ihr denkt, welche von den 3 Varianten stattfindet. Also aggressiver Feuerball zum Support rechts oben, defensiver Feuerball links unten oder aggressiver Feuerball für den Tower links oben. Die 3 Varianten. Ich bin gespannt, ob ihr einen richtigen Ahnungsschimmer aufbringen könnt. So Leute, jetzt habt ihr Guess What also erlebt und auch die Kisten gesehen.
die ich da geöffnet habe. Und jetzt zeige ich euch mal wirklich den Spieler in einer Herausforderung, der das schlechteste Level bisher hatte überhaupt. Ich sag mal so, anfangs hat das Game gestartet und ich habe gar nicht darauf geachtet, dass er Level 8 ist. Das kann ja mal passieren. Ich habe anfangs gar nicht drauf geachtet, weil man es nicht gewohnt ist. Nun, jetzt hat er hier ein Baby Dragon auf Stufe 3. Das ist also eine Stufe unter dem Turnier Standard. Das kann auch passieren, das ist okay. Aber er hat einen Magier auf Level 5. Das sind zwei Stufen unter dem Turnier Standard. Auch die Minions sind eine Stufe unter dem Turnier Standard. Und da habe ich erstmal gecheckt, okay, das ist ja jetzt ja wirklich, Ich war ein bisschen perplex. Und man sieht natürlich auch die Bogies auf Level 7 als Common-Karte. Auf Level 7. Und jetzt mal ohne Flachs. Ich sag nichts gegen Nathan oder irgendwie. Aber man hat doch so einen extremen Nachteil, wenn man mit solchen Truppen in Herausforderung spielt. Wir haben hier keinen Play rausgehauen und ich habe hier schon 1000 Damage an seinem Tower gemacht. Einfach nur, weil seine Truppen halt natürlich viel schneller kaputt gehen und natürlich sein Turm auch länger braucht, die Skelette zu killen. Und ja, er hat jetzt hier auch ein Deck. Er probiert mit dem Baby Dragon zu tanken und den Ballon auf den Tower zu ziehen, aber da kommt nicht mal ansatzweise an meinen Tower ran. Also das ist so krass. Leute, ich weiß nicht, was ihr für Erlebnisse in der großen Herausforderung habt. Hier, der Sepp, der unterstützt natürlich auch noch gegen die Minions. Ach, die könnten nicht mal die Minions nur in ansatzweise killen, obwohl das nur drei waren. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber das ist wirklich der Spieler mit dem niedrigsten Level, gegen den ich je in einer Herausforderung gespielt habe. Und natürlich haben wir dieses Game auch gewonnen, also hier brauche ich fast gar nichts machen, das ist so hart und die Lava Pops 47 HP übrig gelassen, das muss man sich mal auf der Zunge vorstellen. Und wie gesagt, nichts gegen Nathan, ich finde es beachtlich, ich habe mal sein Profil angeschaut, das können wir uns gerne dann auch noch zusammen anschauen, aber ich würde euch nicht raten, mit so einem Kartenlevel in Herausforderung zu spielen, denn ihr könnt einfach nicht viel erreichen. Ja, ich habe Ihnen jetzt hier nochmal gezeigt, dass ich auch einen Ballon habe, aber der Minion, der war schon fertig. Das war richtig krass. Ich meine, für mich ist es gut, ne? Weil das sind, ist ein easy Win. Aber für Nathan, guck mal, wenn ich mir vorstelle, dass er da auch immer Gems ausgibt, um da mitzuspielen, das lohnt sich dann nicht unbedingt. Und hier haben wir noch das Profil von Nathan, 2225 Pokale. Er war gestern ähnlich weit von den Pokalen, hat aber trotzdem 7 Siege jetzt mehr, hat also gewonnen und verloren wieder. Er hält sich so in diesem Trophy-Bereich. Er hat auch noch das gleiche Deck drin. Er hat die Barbaren und die Pfeile gar nicht genutzt in dem Game, glaube ich, gegen mich. Die Pfeile wären noch ganz gut gewesen gegen die Minions, aber auf Level 7 machen die auch gerade noch so genug Schaden, um die Minions zu zerstören. Und Respekt auf jeden Fall, dass er sich mit dem Level in die Herausforderung traut. Man sieht, er hat jetzt eine Herausforderungsstatistik von maximal 5 Siegen. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass er eine kleine Herausforderung, die gratis gespielt hat und 5 Siege dort gleich geholt hat, dann hat er 17 Karten gewonnen. Ich habe nochmal nachgeschaut, man kann 17 Karten gewinnen, wenn man die kleine Herausforderung mit 5 Siegen spielt. Das heißt, er hat dann noch 10 Karten zusätzlich gewonnen und die einzigste Option, die ich eigentlich sehe, ist, dass er immer wieder 2 Karten erhalten hat, im Worst Case, wenn er 3-mal verloren hat. Das heißt, bei 10 Karten muss er 5-mal, 3-mal verloren haben und hat 50 Gems vielleicht ausgegeben in der Herausforderung. Im Worst Case. Es kann auch sein, dass er einmal vielleicht noch mehr gewonnen hat, also dass er insgesamt nicht so viele Gems ausgegeben hat, 50, aber vielleicht hat er dann 30 ausgegeben. Das ist trotzdem meines Erachtens nach für einen Spieler, der ja anscheinend Free-to-Play ist, ja, der sich seine Gems wahrscheinlich erspielt, ist es zu teuer, aus meiner Hinsicht. Also ich kann euch nur den Tipp wirklich geben, spielt nicht mit solchen Leveln in Herausforderungen, gebt die Gems dafür nicht aus, das lohnt sich dann auch nicht in der Kiste, weil wenn, dann müsst ihr die große Herausforderung spielen, bei wenig Siegen, dass sich das auch ein bisschen lohnt, aber die ist halt auch teurer und Leute, deshalb macht ganz normal eure Games, macht Testspiele, probiert, wenn ihr eben schlechtere Level habt, das Bestmögliche rauszuholen, damit ihr in den Trophies halt steigt, damit ihr dort dann bessere Truhen bekommt in der Gratis, also ne, je höher ihr seid in der Arena, desto besser werden ja eure Gratis-Truhen, eure Kronentruhen werden besser und probiert damit eure Karten dann zu stärken und auch nur die Karten abzugraden, die ihr auch wirklich sinnvoll findet. Das wollte ich nochmal machen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, Guess What hat euch gefallen.
und alles andere auch. Vergesst nicht, mich auf Instagram zu followen oder bei Twitter könnt ihr mir auch ein Follow dalassen, beziehungsweise bei Instagram ein Like halten, gefällt mir, wie auch immer man es heißt. Ich bin da sehr aktiv in diesen beiden Plattformen und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Haut rein, macht tschüss und servus, euer Basti.